Herr Böttcher, wenn man den Slogan sieht, Schluss mit Spam, Viren und Spyware, was bietet Ironport dafür? Ironport bietet eine innovative Sicherheitstechnologie, um sich genau von diesen Gefahren sowohl im E-Mail wie auch im Webbereich sinnvoll zu schützen. Und das natürlich mit wenig Aufwand. Das ist für jedes Unternehmen momentan das Hauptthema, den Aufwand in diesem Bereich zu minimieren. Was heißt wenig Aufwand genau? Das heißt, dass die Systemadministratoren, die IT-Abteilung nicht damit beschäftigt ist, eigentlich der Gefahren immer hinterher zu rennen, sondern eigentlich einen Schutz hat nach dem Motto Fire and Forget. Das sind Technologien, die man einmal implementiert und dann eigentlich nicht mehr viel damit zu tun hat, es sei denn, man hat irgendwelche Änderungen im Bereich Policies etc. Also wenn Sie von Gefahren sprechen, was bedeutet es genau im KMU-Bereich? Welche Gefahren lauern da für ein Unternehmen? Interessante Frage. Grundsätzlich sind die KMU-Unternehmen ja nicht anders betroffen als Großunternehmen. Egal, ob ich eine Mailbox oder 100.000 habe, ich habe das Spam-Problem, genau gleich wie die Großen. Und da ist immer die Frage, warum sollte ich mich auch anders schützen müssen als eigentlich ein Großer? Also die Kleinen brauchen dieselbe Technologie. Und das ist eigentlich bei Ironport eine Philosophiefrage, dass wir da die gleiche Software auf allen Geräten einsetzen, um KMU wie auch Enterprise genau gleich gut zu schützen. Gibt es da auch also im Preissegment Einstiegslösungen, Mittellösungen, Großlösungen? Was können Sie da bieten? Es gibt Einstiegslösungen. Wir haben Appliances schon bis zu 50 Mitarbeiter. Da haben wir viele Kunden, die auch so mit 20, 30 Mailboxen da eigentlich einsteigen. Also Mikrounternehmen können wir nicht ganz abdecken, aber wirklich in diesem Segment sind wir relativ stark. Bis zum ISP gibt es eigentlich von der Hardware verschiedene Ausstattungen und Abstufungen, so dass eigentlich für jeder was dabei ist. Also dass man eigentlich so ab 2.000 Euro beziehungsweise so rund 3.000 Dollar ist man eigentlich mit einer guten Lösung schon dabei. Reden wir mal über die Orbit, die ist jetzt 3 Tage alt, gut die Hälfte ist jetzt geschafft, ist rum, leider. Oder wie schaut das aus bei Ironport? Wie ist das Feedback von den Kunden? Und bezüglich den Kunden und auch was hat sich Ironport versprochen von der Messe? Was ist erfüllt worden? Ich denke, in der Quantität sind wir noch nicht da, wo wir gerne wären. Das ist ganz klar. Es hat weniger Leute als erwartet. Wir haben trotzdem qualitativ sehr gute Kontakte knüpfen können. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir werden 2 Fazite ziehen. 1 nach der Messe und 1 6 Monate später, ganz klar. Können Sie unseren Zuschauern noch was über Trends sagen? Wo sind die Gefahren in Zukunft? Wie kann man sich dagegen wappnen? Wie stellt sich Ironport dagegen auf? Wir sehen immer mehr Trends in Richtung Social Malware, sagen wir, oder Social Komponente. Das heißt, wenn man gerade sieht, diese ganzen Business-Netzwerke wie Xing, LinkedIn etc., wo man eigentlich viele Leute Informationen über sich preisgeben, diese Informationen werden exakt gegen einen verwendet. Und das ist die große Gefahr, dass man eigentlich E-Mails kriegt mit sehr persönlichen Informationen, dass man da unterscheiden kann, was ist eine richtige E-Mail und was ist eine Gefahr-E-Mail. Und da haben wir Technologien bereit, um da eigentlich genau diese Differenzierung gar nicht erst an Mitarbeiter treten zu müssen. Und da sind wir wirklich die große Gefahr. Das ist der Trend. Immer die stärkere Individualisierung. Vielen Dank für das Interview, Herr Böttcher.